Bonjour, bonsoir. Und das war mein Französisch für heute. Hi, hallo zusammen. Willkommen zurück zu meinem Stream. Ich freue mich, dass es heute weitergeht, nachdem ich letzte Woche leider nicht, da ich leider unpässlich war letzte Woche. Heute geht's weiter mit Dordogne. Mein Name ist Cordula. Cordi. Ich möchte, dass ihr das auch so aussprecht, wenn ihr vor eurem Bildschirm mit mir redet. Cordi. Ja, und ich spiele mit euch Dordogne weiter. Ich freue mich drauf. Ich trage den Hut, das ist eigentlich das Wichtigste. Ich habe den Hut an, jetzt kann nichts mehr schiefgehen. Was bisher geschah? Tja, das hätte ich mir vorher mal überlegen müssen. Ja, wir spielen die kleine Mimi und die große Mimi. Die große Mimi ist irgendwie in ihren 30ern. Die kleine Mimi ist noch präpubertär. Das klingt irgendwie eklig. Bei ihrer Oma in den Ferien. In einem wunderschönen Haus, close to the river Dordogne. Und erlebt dort einen besonderen Sommer. Wir haben schon rausgekriegt, irgendwie ist was komisch zu Hause, irgendwas ist mit dem Vater, der Opa ist kürzlich gestorben. Hey Buffelbeiß, cool, dass du da bist. Und wir haben gerade einen neuen Freund gefunden in dem Spiel. Einen Jungen, der auch da irgendwie wohnt, da eine Höhle hat und Sachen klaut. Also er klaut sie eigentlich, aber er sagt, er klaut sie nicht. Egal, wir haben einen neuen Freund, das ist schön. Den treffen wir bestimmt heute wieder. Ich muss kurz mein Fenster hier zurechtrücken und dann können wir eigentlich auch schon anfangen. So. Nein, können wir nicht, weil ich brauche noch meinen Kopfhörer. Erzählt doch mal, wie es euch ergangen ist. Ist das Wetter auch so fies bei euch? Hier ist es grau und regnet fast immer. Aber es ist auch gut, dass es regnet. Ab und zu kommt die Sonne durch. Das sollte reichen für einen skandinavischen Sommer. So, ist das Spiel laut genug? Bin ich laut genug? Irgendwie ist das Mikro heute im Bild. Tut mir leid. Unprofessionell. Ich spiele heute im Stehen, mal wieder. Hauptsächlich, um wach zu bleiben. Bei Buffelbeiß ist Sonne schon länger in Berlin, as far as I know. Ja, hier leider alles laut genug. Danke, Muffelbeiß. Hi, an Gerrit, cool, dass du da bist. Ja, hier war auch lange, lange immer nur heiß und Sonne, auch besorgniserregend lange. Die Wiesen sind schon alle angekokelt, angebrannt. Nee, vertrocknet nennt man, ne? Feuer war nicht da, aber es ist auch nicht genug Wasser. Und ja, deshalb ist es ganz gut, dass mal regnet, aber es ist ein bisschen ärgerlich. Mein Mitbewohner hat gerade Besuch oder hatte gerade Besuch von seiner Familie und jetzt ist sein Bruder noch hier bei uns in Ferien. Und das ist natürlich dann schade, wenn das Wetter nicht stimmt. Aber in der Dordogne ist das Wetter schön und das ist für heute Abend das Wichtigste. Wir gehen rein. Kapitel 6, das Picknick. So, ich hoffe, alle haben so grob mitbekommen, was bisher geschah. Ich kann aber auch gerne dann, wenn irgendwie mir wichtige Dinge noch einfallen, die für dieses Kapitel 6 relevant sind, das nochmal erzählen, wenn ich mich denn erinnere. Hauptsache gute Gesellschaft, dann ist das Wetter doch egal. Das stimmt. Egal nicht, aber es kann dann trotzdem eine schöne Zeit sein. Es schränkt halt so ein bisschen ein, was man unternehmen kann. Mit dem Besuch. So, in Omas Zimmer gehen und ihren Schal suchen ist unser nächstes Ziel. Für alle, die noch nicht dabei waren, das ist das wunderschöne Haus, in dem wir unsere Ferien verbringen. Moment. Ich bin gerade in der falschen Zeitzone. In der falschen Zeitstufe. Wir sind ja jetzt gerade erwachsen, in dem wir damals unsere Ferien verbracht haben. Jetzt ist so, dass unsere Oma kürzlich verstorben ist und wir jetzt irgendwie noch so ein paar Familiengeschichten aufarbeiten möchten, während unser Vater das Haus verkaufen möchte. Hoffe ich ja insgeheim, dass wir das erben. Ich meine, guckt euch das an. Das ist schon. Ich würde es nehmen. So, unser Vater schreibt. Kurz gucken. Ich hatte ja schlauerweise das Handy auf die Taste H gelegt. So macht man das ja. Was sagt er denn? Nein, wir haben 6 Anrufe in Abwesenheit. Papa hat wahrscheinlich angerufen. Kann warten. Ich habe gerade genug von ihm. Lesen. Von. Ich kann es nicht lesen. Auteuil Videoclub.
Sie haben die zwei am 17. September ausgeliehenen DVDs noch nicht zurückgegeben. Zwei DVDs. La Tour Montparnasse. Forgive me for my French. Pardon my French. Sagt man eigentlich in anderen Situationen, aber egal. Ah, stimmt. Ich wusste doch, dass ich irgendwas vergessen hatte. Immerhin habe ich guten Geschmack, was Filme angeht. Wow, sagt sie zu sich selbst, klopft sich auf die Schulter. Okay, also wir kommen bald wahrscheinlich ins Gefängnis, weil wir die Filme nicht zurückgeben. So, 6 Anrufe in Abwesenheit. Ich würde den ja schon gern abholen, den Anrufbeantworter. Und wissen, was unser Vater will, aber na gut. Sie will nicht, das müssen wir akzeptieren. Ach, fuck, sorry, Leute. Das ist natürlich ein Fauxpas, das mir eigentlich nicht mehr passieren darf. Danke für den Hinweis, Buffelbeiß. Oh, toi. Ach ja, genau. Es ging darum, wie das ausgesprochen wird. Ich fragte um Hilfe und ihr konntet es nicht sehen. Es ging um this word. Hört ihr auch dieses? Ah, ich glaube, das Spiel ist etwas laut tatsächlich. Danke für den Hinweis an Gerrit. Das können wir ändern, indem wir das hier ein bisschen runterfahren. Sag mir, ob es jetzt besser ist. Ups. Ich muss mich ein bisschen mit der Steuerung wieder anfreunden. Oh, toll, ja. War richtig. Okay. So. Genug Französisch gelernt für heute. Nee, für jetzt. Ja, ist gut. Danke, sagen Gerrit. Sehr gut. So, wir gehen rein. Wie geht das noch? Ach so, wir laufen irgendwie. Genau, so. Ich vergesse immer, dass das Spiel tatsächlich, dass man tatsächlich rumläuft. Sieht für mich nach wie vor aus wie ein Point-and-Click-Spiel. Was können wir hier machen? Eine Boomer angucken? Warum nicht? Ich bin mir sicher, ich habe da drin eine Schnecke gesehen. Ich hasse Schnecken. Igitt, wow. Was ist denn für ein Spezifismus hier, Mimi? Das ist die arme Schnecke doch. Was hat sie hier? Ich wusste gar nicht, dass man sich Dinge hier so viel angucken kann. Nee, das hatten wir schon. Und dann war das wohl das Gleiche. Und an den Tisch sagt sie, glaube ich, hier hat Opa immer gesessen. Ah nee, jetzt sagt sie als Kind. Egal, wir wollen vorankommen. Mimi hat wieder gesoffen. Ist okay. Sie ist volljährig in diesem Fall. Das darf sie machen, vor allem wenn sie irgendwie schwere Familiengeschichten hier verarbeiten muss. Es ist keine Lösung, aber ich will es ja auch nicht, ich will es nicht verurteilen. Der Schal könnte oben in Noras Schlafzimmer sein, sagt sie. Nora ist unsere Oma, die wir immer nur bei Vornamen ansprechen. Ganz progressiv. Sobald ich die Kiste gefunden habe, mache ich es mir auf dem Sofa bequem. Na endlich, dann können wir wieder Filme gucken mit Oma. Haben wir zuletzt einen Film über Russland gesehen, wurde uns erzählt im letzten Stream. So, genau, ich muss jetzt aufhören, den dauernd abzuschweifen. Es geht um den Schal, sie hat den Hinweis schon gegeben, wir müssen nach oben. Warum wir Omas Schal finden wollen, weiß ich gerade nicht mehr, aber wir werden sehen. Snailism, sagt Buffelbeiß. Ja, aber hallo. Was hat die Schnecke hier denn getan? Die ist wahrscheinlich sogar wichtig für das Ökosystem da. Ökosystem, ich kann nicht reden. Da im Garten. So, das Handy bimmelt mal wieder. Es ist schrecklich. Da wollen wir uns mal eine Auszeit nehmen hier in der Dolonia und die ganze Zeit klingelt das Telefon. Wann kommst du zurück? Das ist Dom, unser Freund oder so. Dieses Wochenende könnte unsere letzte Chance auf Bellini sein. Das ist bestimmt unser Stammitaliener. Warum ist das letzte Woche die letzte Chance? Was passiert danach? Ich weiß es nicht wirklich, tut mir leid, können wir antworten. Oder halte dich auf dem Laufenden, tut mir leid. In beiden Fällen tut es uns leid. Machen wir das, das wirkt ein bisschen spannend. Ja. Okay. Noras Schlafzimmer kennen wir gar nicht, oder? Das ist das Gästezimmer, wo wir als Kind gehaust haben. Diese Aussicht ist so friedlich, so ruhig, so mächtig. Mächtig. Hier können wir nichts reißen. Tja. Aber wir kennen doch Noras Schlafzimmer gar nicht, oder? Wir kennen halt den Dachboden. Hier ist das Bad, wenn ich mich richtig erinnere. Hoffentlich führt mich der Schal zur Kiste. Oh, okay, wir sind in Noras Schlafzimmer. Zum ersten Mal, glaube ich. Ich bin nicht sicher. So ruhig. Sie hatte wohl Zeit, bevor sie... Finden wir den Schal. Oder auch nicht.
Oder wir bleiben doch in dem Raum drin. Wenn ich im echten Leben mich so bewegen würde, wie die Figuren, die ich in Spielen bewege, hätte man mich schon eingewiesen, glaube ich. Ups, ich möchte den Brief lesen. Lass mich den Brief lesen. So. Edouard, dieser Brief ist eine höfliche letzte Warnung. Lass unsere Familie in Ruhe. Wie wir leben, geht dich nichts an. Wir danken dir für deine Gastfreundschaft und du hast dich in der Vergangenheit gut um Renaud gekümmert. Aber deine Untersuchungen bezüglich unserer Religion gehen zu weit. Entschuldigung. Nächstes Mal, wenn du die Grenze überschreitest, reichen wir bei deiner Akademie, dem Rektor und sogar bei der Polizei Beschwerde ein. Renaud ist nicht dein Kind. Kümmere dich um deine eigenen Probleme mit deinem Sohn, bevor du uns so schikanierst. Ein Vorname und Pierrette Bouchard. Ganz kurz, Renaud war unser Vater, ne? Das heißt, es ist ja unsere Oma, die irgendwie im Schreibt bezüglich ihres Sohnes. Seht ihr das auch so? Alle, die die Story vom letzten Mal noch im Kopf haben? Hughes, also, ne, Moment. Aber unsere Oma heißt auch Nora. Wer sind diese beiden Menschen? Wer ist Renaud? Hey, Manuela. Mein Name ist Mimi. Ich bin 7 Jahre alt und schreibe aus dem Garten meiner Oma Nora. Sie sagt, sie will den Brief in Spanisch übersetzen, eine Sprache, die du verstehst. Ich spreche nur Französisch, obwohl mein Vater in ein weit entferntes Land ziehen will, weil er denkt, dass Paris verrückt ist. Manchmal schreit er die anderen Fahrer an. Es ist echt lustig. Meine Oma Nora sagt, sie kennt deine Eltern und dass du in Mexiko lebst, einer richtig bunten Stadt. Ich würde gerne eine neue Stadt besuchen, nicht nur Paris oder Salar. Das haben wir schon mal vorgelesen. Ich liebe deine... Oder Sarla, keine Ahnung. Ich liebe deine Stadt, weil sie ein X hat. Einen meiner Lieblingsbuchstaben. Ich muss jetzt gehen, wir besuchen eine Höhle mit sehr alten Bildern. Mein Vater liebt alles, was alt ist, außer Noras Haus. Vielleicht mag mein Vater Häuser nicht. Wir sehen uns bald, Mimi. Jeder kennt mich so. Jeder. She's famous. Okay, also ich glaube, die meisten Briefe hier kennen wir schon. Wir gehen jetzt einfach unsere Briefe durch. Okay, das müssen wir jetzt nicht tun. Also, ich habe noch nicht, den letzten Brief habe ich tatsächlich noch nicht so ganz verstanden. This one. Dieser Brief. Also, wer war Edouard? Wie wir leben, geht dich nichts an. Hast du schon, du hast dich vergangen, gut um Renaud gekümmert. Aber dann ist, hieß unser Opa Edouard? Ach, scheiße, Mann, ich weiß es nicht mehr. Helft mir, wenn ihr könnt. So, wir suchen den Schal. Oma und Opa sind hier in den 50ern hergezogen, als Papa 6 oder 7 Jahre alt war. Bewege die Kleidung zur Seite. Immer gerne doch. Schlöpp, schlöpp. Kriege ich direkt zur Assoziation von Unpacking. Meinem ersten Streamspiel. Oh, okay, in die Seite. Da ist er. Der Schal, the scarf. Komm her, komm her. Oh. Oh, ach so, ich soll mir um den Hals schwingen. Motorisch eine Herausforderung für mich. Ah. Wuffelbeiß hat es auch nicht mehr präsent. Kein Ding, ich ja auch nicht. Oh, da fällt ein Foto raus. Ah. Okay, okay. Wie hieß der Junge, mit dem wir gespielt haben? Hieß der Renaud, unser neuer Freund? Der Name kommt mir schon bekannt vor. Vielleicht war das Renaud. Okay, also das ist vermutlich unser Vater. Das ist unser Opa. Nee, das kann nicht sein. Dann wäre er genauso alt wie unser Vater. Keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall Nora, unsere Oma. Vielleicht das Renaud. Ich weiß es nicht. Oh, sie sagt es uns. Das ist Edouard, mein Großvater. Okay, also der Brief ging an Edouard von jemandem. Und Nora und Renaud. Das müssen seine Eltern sein. Okay. Seine Eltern. Edouard hat Renauds Uhr. Er hat sie wohl an... An was?
Die Uhr, sie ist der Mittelpunkt von dem, was zwischen ihnen geschehen ist. Moment, ich erinnere mich, die Uhr. Nora und Renaud. Jetzt wird die Geschichte endlich aufgeschlüsselt. Okay, vielleicht sind wir mit Renaud verwandt. Schlurf. Entschuldigung, ist ja ein Kind. Schlurf. Ich muss los. Sie muss los. Wo gehst du denn hin? Draußen mit einem Freund spielen. Einem Freund? Ich guck lieber mit wem, nur um sicher zu gehen. Um sicher zu gehen, dass es nicht Renaud ist. Okay, also Oma war fröhlich oder froh darüber, dass wir miteinander spielen. Wo gehst du hin? Nach Hause. Ich muss zum Mittagessen zurück sein. Ah, na gut. Musst du nicht nach Hause? Nö, ich bin allen egal. Ich bleib wohl erstmal hier. Hey, wir suchen morgen zusammen weiter. In Ordnung? Klar. Ich bin allen egal. Oma? Wie traurig ist das denn? Oma. 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 Da hat sie Oma. Sie noch nicht Nora genannt, ne? Die schönste Stimme überschnitten haben, als wären es plötzlich mehrere Kinder. Können wir meinen Freund hierher einladen? Bitte sag ja. Er ist ganz allein und hat bestimmt Hunger. Ja, natürlich. Warum machen wir nicht draußen ein Picknick? Es ist so schön und wir können etwas Leichtes zum Essen machen. Die liegt mit Schuhen im Bett, die Oma. Ich glaub's nicht. Eine geniale Idee. Ja! Yes! Kannst du mir mit dem Essen für das Picknick helfen? Können wir Nein sagen? Na. Zu Oma kann keiner Nein sagen. Klar! Das Picknick mit Oma vorbereiten. Oma spült wieder wie ein Berserker. Was ist eigentlich ein Berserker? Was packen wir denn ein? Oma hat immer nur so gesundes Zeug, wenn ich mich richtig erinnere. Also Leibniz-Schokokekse werden es wohl nicht. Wie ich sehe, kauft Oma mir kein neues Müsli. Ich vermisse es ein wenig. Zu viel Zucker, junge Dame, zu viel Zucker. Das hatten wir schon. Ja. Dafür ist alles andere geil hier. Kann man auch immer aufs Müsli verzichten. Vielleicht holen wir was aus dem Kühlschrank. Ich weiß ja nicht, was es geben soll beim Picknick. Sollen wir die Tischdecke vielleicht mitnehmen als Picknickdecke? Da sind eh schon Flecken drauf. Oma, was soll ich tun? I'm lost. Ah, okay. Mama lässt mich daheim nie kochen. Gut, wir machen jetzt Kartoffelsalat, oder? Was wird's? Frag mich nicht, ich hab keine Ahnung. Ich habe tatsächlich vor, bald mit euch ein Spiel zu spielen, wo es viel ums Kochen geht. Das wird auf jeden Fall interessant für mich. Keine Sorge, ich helfe dir. Renaud, Geheimnis. Lass uns rauskriegen. Wir wollen ja rauskriegen, was los ist, ne? Reden wir erstmal. Fragen wir sie mal nach Renaud. Stell dich deinen Ängsten, sagt Gerrit. Ja. Ich habe vor allem Angst, hier ist. Ach, das ist gar keine Zwiebel, ne? Das ist ein Knoblauch. Den dann ist okay. Vom Knoblauch stellen muss man ja nicht weinen. Hey, Butterbrezel! Cool, dass du da bist. Das freut mich. Ich würde dir Renaud gerne vorstellen. Renaud? Ich kann es kaum erwarten, Renaud zu treffen. Sag mir Bescheid, wenn ich das falsch ausspreche. Ne? Ich nenne ihn jetzt einfach wie die Automarke. Ich hoffe, das ist richtig, auch wenn die anders geschrieben wird. Messer und Hacker, 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 Hacker. Das sind aber dicke Scheiben. Wird ein bisschen wenig, ne? Das soll für drei Leute sein? Zwei Kartoffeln für drei Leute? Ich weiß nicht. Ist richtig die Aussprache, Herr Kuffelbeiß. Vielen Dank. So. Oh, jetzt können wir Geheimnis nicht mehr sagen. Er ist etwas wild. Ich habe keine anderen Freunde wie ihn. Wieso ist er wild? Wild? Hoffentlich ist er nett. Oh, das ist er. Ach, vielleicht weil er ein bisschen klaut? Oder warum ist er wild? Knofi, so schön zerdrücken. Nun, das Geheimnis dieses Rezepts ist viel Hitze und viel Fett. Yes, sounds good.
Oma mag hat zwar kein Zucker, aber Fett ist gut. So, vielleicht tun wir mal die Pfanne darauf, bevor hier gleich die Küche brennt. Je mehr Fett, desto besser. Wo ist die gute Butter? Brauchen die gute Butter. Ist das die Butter oder ist das Seife? War das hier? Was ist das? Schmalz? Ah, hier. Was soll das sein? Ach, ist das ein Pott mit Butter oder was? Yeah. Die alte Schule sagt mir gerade genau. Butter is everything. Das könnte genug Fett sein. Come on. Sie hat gesagt, je mehr, desto besser. Was, das haben wir schon richtig umgesetzt, finde ich. Entenfett. Sagt dann Gerrit. Nein, ich hoffe, dass... Naja, gut. Wer weiß. Was weiß ich denn, wie meine Dordogne Bratkartoffeln sind es, glaube ich, oder? Zubereitet. Stand da. Ach so. Hab ich wieder nicht gesehen. Entenfett. Okay. Jetzt müssen wir würzen mit Salz und Pfeffer. The two European Gewürze. Ich bin froh, hier einen Freund gefunden zu haben. Soll nicht heißen, dass ich, weißt du, keine Zeit mit dir verbringen will. Oh, sie hat Angst, ihre Oma zu verletzen. Wie süß. Ich verstehe es, Süße. In deinem Alter ist es normal, einen Freund zu haben. Später nicht mehr? Wie traurig. Ein bisschen recht hat sie ja. Aber, nee. Ach so, Moment, das hier müssen wir würzen. Nicht das, nicht die Butter. Ihr seht schon, ich bin lost. Das sollte reichen. Probleme, hier. Salz macht nämlich nur Probleme. Obwohl ich schon merke, dass er Probleme mit seinen Eltern hat. Nur noch ein Grund, ihn zu unserem kleinen Picknick einzuladen, oder? Oma hat vor, das Kind zu klauen. Ich merke das schon. Ich bin kindersüchtig. Oh nein, das Salz ging daneben. Und das sollte genug Salz sein. Schüttel die Kartoffeln. Zum Vermischen. Motorischen Herausforderungen hier. Und... Oh nein, ganze Butterbrett an. Ja, das Entenfett, Entschuldigung. Ab in die Pfanne. Ich rede gerade wie Wendy auf meinen Wendy-Hörspielkassetten, als ich klein war. Ab in die Pfanne. Ach, Dixie. So hieß eins der Pferde von Wendy. Egal. Ah! Es brennt mir alles an. Jesus, das war knapp. Stressiger als Overcooked. Irgendwie wollen sich die... Nee, Zwiebeln sind es nicht. Der Knoblauch will sich irgendwie nicht verteilen. Oh, geil. Aber die Kartoffeln sind schon schön rot geworden. Das hast du gut gemacht. Sie werden bestimmt mit dem Picknick bis zum Picknick warm bleiben. Wenn wir uns beeilen. Neues Band. Yes, die sind immer gut. Hören wir direkt rein, oder? Folge mir. Nein, Oma, ich muss noch meine Kassette anhören. Ja. Entenfett ist perfekt zum scharf anbraten, sagt Butterbrezel. Das wusste ich nicht. Ich wusste gar nicht, dass es überhaupt ein Ding ist. Aber ich habe, wie gesagt, auch gar keine Ahnung von Küchendingen. Sadly. So, Mimi und Nora, der große Molny. Who knows? Wir hören uns das Band an. Hallo zusammen und willkommen zu Schlechte Bücher im August mit meinem Co-Star Mimi. Heute sprechen wir über ein Buch, das du lesen musstest. Ja, Papa hat mich gezwungen, den Sommer über ein Buch zu lesen, während ich hier in der Dordogne bin. Aber haben wir das nicht schon gehört, das Band? Das Buch ist langweilig. Problem Nummer 2. Ist doch das Gleiche. Oma will unbedingt, dass ich es lese. Oh, komm schon. Ich tue nur meine Pflicht. Warum erzählst du uns nicht einfach die Geschichte? Das kennen wir schon. In dem Buch geht es um François. Einen Jungen, der nach einem großen, super coolen Schüler an seiner Schule namens Moulin verrückt ist. François tut nichts anderes, als Moulin zu folgen, während er einen Haufen cooler Sachen macht. Wie zum Beispiel herumlaufen und eine Burg erkunden. Wie gesagt, total langweilig. Am Ende heiratet Moulin. Verlässt seine Frau aber. Oh, nicht besonders schön. Nein, dann kümmert sich François um das Baby. Es ist, ich weiß nicht viel über Jungs, aber kein Junge würde sich jemals um das Baby von jemand anderem kümmern. Low expectations on her side. Was ist deine allgemeine Meinung zu diesem Buch?
Ich verstehe nicht wirklich, was Papa darin sieht. Also meine Vermutung war ja, dass es um eine schwule Liebesgeschichte geht, aber ich kenne das Buch auch nicht. Und dass der Vater uns damit was mitteilen wollte. Aber das ist auch alles komplett reininterpretiert. Also keine Ahnung. Keine Ahnung. Und das haben wir auch letztes Mal schon gehört. Aber wieso? Wo ist denn das neue Band? Das kennen wir auch schon, oder? Komisch. Ich weiß ja da auch nicht mehr, wie die Kassette aussah, die wir eben gefunden haben. Ich meine, die kennen wir alle schon. Gehen wir weiter. Gehen wir weiter. Oma läuft uns sonst weg. Ups. Weihnachtsbaum für den nächsten Winter hängen geblieben. Oh nein, Oma ist ja... Ich habe die als sehr jung geblieben wahrgenommen bisher, aber wie sie ja den Berg runtergeht, da mache ich mir noch ein bisschen Sorgen. Oh nein, und ist sie auch noch disappariert. Nee, wie heißt das? Ich komme. Kann das schneller gehen? Nee. Jetzt dürfen wir wieder Kanu fahren, hoffe ich. Ideen alle ertragen. Ich glaube, es hat ihr auch gefallen. Es muss so erfrischend sein, so jemanden in seinem Leben zu haben. Jemanden, der zu all deinen dummen Ideen Ja sagt. Egal was. Dafür sind Omas da. Also, stelle ich mir so vor, wenn ich eine Oma wäre. Aber anscheinend hatte sie die Oma ja anschließend nicht mehr in ihrem Leben. Und wir finden hoffentlich bald raus, warum. So, was können wir hier? Wir können irgendwas gucken. Oh, wir können ein Foto machen, endlich mal. Das fehlt mir bei dem Spiel so ein bisschen, dass man öfter einfach so Fotos machen kann. Aber es wird ja immer vorgegeben, wann das geht. Das finde ich ein bisschen schade. Genauso mit dem Kassettenrekordula. Aber hier haben wir schon so oft Fotos gemacht. Ich will mal von anderen Dingen Fotos machen. Eine Seerose. Das ist ein sehr schönes Motiv, aber davon haben wir schon irgendwie ganz viele gemacht. Ups. Nee. Was sagt sie? So, nehmen wir was auf, oder? Ach, die hat jetzt direkt eine komplette Kassette mit Wasserrauschen. Nice. Nice. Plötzlich spricht sie Englisch. So reicht, oder? Weiter geht's. Wo ist Oma? Ich würde von der nochmal gern ein Foto machen. Sie hat mich und meine Ideen alle ertragen. Ich glaube, es hat ihr auch gefallen. Es muss so erfrischend sein, so jemanden in seinem Leben zu haben. Jemanden, der zu all deinen dummen Ideen Ja sagt. Egal was. Wir befinden uns in einer Gedankenspirale, wie ihr vielleicht schon gemerkt habt. Jetzt habe ich irgendwie... Kann ich nicht mehr steuern. Ich würde gerne ins Boot. Auf! Oh, warte. Da war noch was. Ein blauer Punkt. Yes! Neuer Sticker. Ein Biber. Da habe ich nicht gezögert. Ich kenne mich aus mit Tieren. Ja, ja, ja. Hallo Oma, lass uns Boot fahren. Richtig, sagt Gerrit. Dankeschön. Komm Oma, steig ein, fall nicht. Los geht's. Wuhu. Jetzt fahren wir zum Picknick machen, ne? Machen wir da am Strand Picknick? Das fände ich schön. Ah ja, da hinten ist schon das Ausrufezeichen. Da geht's hin. Das ist so schön. Ich sag's jedes Mal wieder. Ich weiß, ich wiederhole mich.
Aber ich würde auch gerne in diesem Gemälde Urlaub machen. Und, nein, warte. Schön einpacken. Und, ich weiß nicht, wie viel näher ich dran soll. Ach, ich muss wahrscheinlich klicken. Of course. Besonders das Kanufahren ist schön, sagt ein Gerät. Ja, das stimmt. Solltest du nicht deinen Freund rufen? Gut, dass er einfach immer so kommt, wenn man ihn ruft. Wie in so einem, wie so ein Lassie-Hund oder so. Black Beauty. Wie hießen die alle, diese ganzen wundersamen Tiere? Im Fernsehen. Stimmt. Ich rufe ihn von unterhalb der Klippe. Rufe Renault vom Strand aus. An. Ach, an! Ich glaube, das ist schlecht übersetzt. Ich glaube nicht, dass wir ihn jetzt anrufen. Ich glaube, wir rufen ihn tatsächlich einfach. Dann ruf mal, Fräulein. Fräulein, junge Dame. Ich rede schon wie meine Mutter. Erstmal hier Sticker sammeln. Sticker. Yes. Ein Blatt. Ich weiß nicht mehr welches. Lange her. Erste Klasse, wo man so Blätter gesammelt und gepresst und getrocknet hat. Geht erstmal hoch hier. Und hepp! Lauf den Weg! Du schaffst es! Du schaffst es, Mimi! Komm schon, Mimi ist Grobmotorikerin. Achso, ich muss klicken. Juhu! Renault! Hallo! Juhu! Ich habe Essen dabei! Komme! Renault ist schon groß, der hat schon eine Zahnlücke. Warum sammelst du nicht ein paar Tannenzapfen? Dann können wir das Picknick dekorieren. Oder Tannenzapfen essen. Geht auch. Ja, das wird er lieben. Das wird großartig. Oma macht ein romantisches Date für uns. Ich hab... Ach, guck mal, jetzt habe ich gerade noch gesagt, ich wüsste nicht mehr, wie die ganzen Dinge heißen und könnte nicht unterscheiden. Jetzt haben wir das ja bekommen. Das ist eine Fichte, das sind Tannenzapfen, das ist eine Hase. Ich wähle das Unterteil des Spielzeugs. Das ist, glaube ich, wieder eine weirde Übersetzung. Ach so, wir bauen jetzt... Ah, okay. Kleber kann man nie genug haben, so wie Entenfett. Oh ja, wir bauen ein Figürchen. Ich möchte, dass das so slightly schielt. Das ist einfacher, als ich dachte. Er soll schon mehr als ein Auge haben. Es ist einfach, weil du es machen willst. So ist das. So, so, Oma. Oma, die Kartoffeln werden kalt, sagt Gerrit. Aber hallo, eben noch so, wir müssen uns beeilen mit den Bratkartoffeln. Dann lass uns das Essen holen. Wie, das ist alles? Nein, ich möchte das nochmal ändern. Das ist ja wie bei TikTok, diese traurige, wenn diese traurige Musik kommt und so KindergärtnerInnen zeigen, was ihre Schützlinge gebastelt haben. Immer die Vorgabe und dann die sehr traurigen Ergebnisse der Kinder. Nochmal neu. Also ich fand ihn schon gut, aber ich würde halt ehrlich gesagt gerne zwei Augen da drauf kleben. Geht das? So. Und einen Mund. Nee. So. Also. Ah, meine Ärmchen wären das gewesen. Können wir nochmal zurück? Ach fuck. Leute, es dauert noch. Es tut mir leid. Wir wollen das jetzt ernst nehmen. Das Kindergartengesicht dazu. Aber auch lieb, der hält das Stöckchen so. Das ist einfacher, als ich dachte. Es ist einfach, weil du es machen willst. So ist das. Hm, hast wohl recht. Oma hat immer recht. Mein Freund wird bald hier sein. Dann lass uns das Essen holen. Dass sie mal sagt, mein Freund und nicht ihn beim Namen nennt, finde ich ein bisschen strange. So, sorry, aber ich muss jetzt nochmal mit zwei Armen. Blob. Aber ich finde schön, dass je, egal wie das Ergebnis aussieht, das Spiel sagt, ist okay. Oh nein! Ach, Cordy! Oh, sorry. Beruhig dich. Kurzen Wutanfall. Das hast du aber gut gemacht. Danke an Gerrit. Jetzt habt ihr wieder keine Arme. Wisst ihr was? Euch zuliebe lasse ich es jetzt so. Ich wollte es eigentlich perfekt machen, aber wir wollen weiterkommen. Es ist so einfach, weil... Ja, 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 Oma, ja. Lesson learned. Okay. Wir kriegen Sticker. Wuhu! Tannensapfe. Damit sollte alles bereit sein. Sorry, ich bin ein bisschen müde. Mal wieder. Daher fällt mir das Lesen schwer. Mimi, er ist da. Hey. Oh nein, kennt ihr unsere Oma? Hallo. Awkward.
Renaud, das ist meine Oma, Nora. Hallo, Renaud. Ich bin so schnell gerannt, wie ich kann. Das musstest du nicht. Wir haben etwas Essen dabei, aber warum machst du nicht zuerst ein Foto, Mimi? Oh, ein Frechdachs. Perfektionismus überwinden ist wichtig, sagt Muffelweiß. Ja, das stimmt. Heute habe ich es geschafft. Bevor du gerufen hast, hatte ich, glaube ich, was im Wasser gesehen. Hast du gebrüllt? Habe ich. Ach so, es geht wieder, die fangen zusammen so einen Drachen. Also die reden immer von so einem Wasserdrachen, den die fangen wollen. Das meint er, glaube ich. Habe ich. Du hast aber viel besser gebrüllt als ich. Was jagt ihr denn, Kinder? Kolobre. Falsch ausgesprochen wahrscheinlich, sorry. Natürlich. Natürlich. Meinst du, wir kriegen ihn? Er kann nicht ewig abhauen. Mimi und ich fangen ihn ganz sicher. Ihr werdet es ganz bestimmt schaffen. Schon lieb, dass die Oma da so mitspielt bei den Geschichten. Wenn wir ihn fangen, sollen alle sehen, wie ich die Schlange aus dem Fluss ziehe. Ach, es ist eine Schlange. Sorry, ich dachte, es wäre ein Drache. Bereit? Aufgeregt? Hungrig? Ja, essen wir noch was? Oder ist Kolobre wichtiger? Guck mal, Oma, haben sie einfach die Unterhose weggelassen. Da sieht man einfach das Gebüsch dahinter. Sorry, ich wollte da nicht hinfingern. Oh Gott, Kolla. Machen wir schnell weiter. Bereit? Ist alles bereit? Können wir essen? Ach so, es geht ums Essen. Ich dachte, es ging um die Jagd nach dieser Schlange. ja, sorry. Sorry, Leute. Und Gerrit meint, ich dachte, sie sagt jetzt, also die Oma, wir haben etwas zu essen dabei, aber für dich reicht es nicht. Das ist ja keine deutsche Mutter. Mein Gedanke, sagt der Muffelweiß. Ich dachte, das wäre so geil. Oma, machen wir ein Picknick mit meinem Freund Renaud. Natürlich, er darf zugucken. Er darf so lange in deinem Zimmer warten. Ich denke schon. Was meinst du, Renaud? Was denn? Was war die Frage? Picknick, Dekorationen, sonnig. Ja, erstmal wollen wir ganz stolz Renaud unser kleines Tanzapfenmännchen zeigen. Unser erstes Geschenk an unseren Freund. Schau dir unsere Dekorationen an, Renaud. Ziemlich cool, oder? Ich mag Zapfen. Ich mag die Zapfen. Kommen mir irgendwie bekannt vor. Ja, du hast wahrscheinlich in deinem Leben schon einen Tanzzapfen gesehen. Hä? Oh nein, Seth. Ich sag dir, das ist irgendwie, er ist irgendwie das uneheliche Kind von unserem Vater oder so. Irgendwie sowas. Irgendwie hat er schon Kontakt gehabt zu unserer Familie, bevor wir ihn getroffen haben. Und hat auch schon mal mit uns Tanzzapfen gebaut. Vielleicht auch mit der Oma. Geheimer Freund, Versteckspiel. Ich weiß, dass du ein wenig gestresst warst wegen meinem geheimen Freund, Oma. Ich war nur neugierig, das ist alles. Alles in Ordnung? Seltsam. Ich frag mal, alles in Ordnung. Ist alles in Ordnung? Ist es? Ja, ist es. Genießen wir das Picknick. Aber jetzt habe ich das Gefühl, die beiden haben ein Geheimnis von mir. Ich will wissen, was los ist. Wo steht eigentlich unser Tannenzapfen-Deko-Boy? Sie kennen sich? Wir sehen und herguckt. Ein Problem, ich frag mal, sie kennen sich. Kennt ihr euch? Kennt? Nee, sie schottert nicht, sie sagt nur zweimal kennt, sorry. Kennt ihr euch? Das tun wir, Süße. Es geht nur um die Uhr. Ach so. Oh je. Oh nein, muss er seine Uhr jetzt hergeben? Läuft er jetzt weg? Ach, scheiß Uhr, ist doch egal, Mann. Die Uhr! Die Uhr? Worüber redest du? Ein Dieb und ein Lügner. Oh nein, wie kann ich unseren Freund so anmotzen? Das ist nicht wahr, niemand glaubt mir. Hier, mich interessiert diese doofe Uhr nicht. Oh nein, sie hat unseren Freund beleidigt. Oh nein, warte, Renaud. Ach Mann, Oma, musste doch nicht sein. Halt, du solltest nicht mit Dieben spielen. Er hat die Uhr nicht gestohlen. Er hat mir gesagt, dass er es nicht getan hat. Warum sollte er lügen? Nora kannte Renaud. Und er kannte Opa. Irgendwas Schlimmes war zwischen ihnen passiert. Jetzt wird mir alles klar. Ich bin so schnell und so lange gerannt, dass ich nicht mehr wütend war. Ich habe mich einfach leer und traurig gefühlt. Warum? Warum? Ich hab diese Familie so satt. Ich
muss mich beruhigen. Ich muss mich beruhigen. Sie redet irgendwie wie eine Erwachsene, oder? Die Mappe. Gute Idee, Mimi. Sehr gute Idee. Für den Kick, für den Augenblick. Genau, da musste ich auch gerade dran denken an Gerrit. Sorry, deshalb musste ich lachen. Und warum? Und warum? Ja, vielleicht hat Mimi damals auch Tic-Tac-Toe gehört. Who knows? Ich glaube, sie braucht ihn nicht mehr geheimer Freund nennen. Das stimmt, Langere. Das war ein bisschen überflüssig. So, wir dürfen jetzt wieder ein Gedicht schreiben. Und wenn da jetzt, also wenn das kein Hit wird, bei den ganzen Emotionen, die jetzt hier übergekocht sind. Aber fangen wir an mit einem Sticker. Tannenzapfen war auf jeden Fall ein großes Thema. Die nehmen wir natürlich dazu. Wie immer ein bisschen drehen. Ich tue es mal hier unten in die Ecke. So. Ein Foto. Das ist auf jeden Fall das Foto des Tages, ganz klar. Die Oma mit ihrer Tasse. Ah, das muss ja noch Platz sein. Oh, ich würde das gerne woanders hinkleben. Jetzt ist das wieder... Ach, Mann. Perfektionismus überwinden. Nee, Moment, ich würde... Ja, gut, dann machen wir erst das. Also, gibt's ein... Das Gedicht heißt auf jeden Fall Warum, das ist schon mal klar. Sie kennen sich. Probleme. Die Uhr. Bereit. Renault wild. Geheimer Freund. Das klingt schon so weird. Ein kleiner Dieb. Das ist mein geheimer Freund. Ich weiß nicht, warum ich so rede. Geheimer Freund sitzt neben mir. Ich habe einen geheimen Freund. Das klingt so ein bisschen schizophren. Was haben wir noch? Renault, ein seltsamer Charakter. So redet doch kein Kind. Ich nenne diesen Renault Freund, in Anführungsstrichen. Renault, mehr als ein Dieb. Alles in Ordnung? Es ist nicht in Ordnung, Sie lügen. Irgendwas stimmt nicht. Ich kann fühlen, wie ein Sturm auf Sie. Das klingt alles wie so ein Liedtext von, wie heißen die? Silbermond oder so. Hey, Pucki! Ja, danke, Hutula. Sehr gut, danke. So heiße ich von jetzt an und schön, dass du da bist. Sie kennen einander, sie teilen ein Geheimnis. Renault und Nora kennen sich. Ich bin sprachlos, mir fehlen die Worte. Ich glaube, Renault hat Probleme. Probleme? Wir haben alle Probleme. Das finde ich gut. Probleme? Wir haben alle Probleme. Das ist ein guter Gedichtanfang. Da gibt ihr mir sicher recht. Alle sind bereit für das Picknick. Ich bin bereit für das Picknick. Ja, finde ich schon nicht schlecht. Ich muss aber auch ein bisschen auf Angerit hören. Ich weiß, diese Stelle ist ihm immer sehr wichtig. Diese Gedichtstelle. Eigentlich nur ihm. Die Uhr, was haben wir da noch? Alles dreht sich um eine Uhr. Die Uhr der Unstimmigkeit. Die Uhr der Unstimmigkeit. Das ist gut. Ja, ich habe ja gesagt. Probleme, wir alle haben Probleme. Die Uhr der Unstimmigkeit. Das Gedicht reißt mich jetzt schon mit. Dekoration. Mit Lächeln. Mit lächelndem Zapfen dekoriert. Dekoration, Lachen, Freude. Ich will alles dekorieren. Ach, die Gedichte sind so gut. Am Anfang war ich genervt davon, aber inzwischen ist es für mich das Highlight des Spiels. Mit lächelndem Zapfen, ja, machen wir das. Hast recht, Angerit. Ich habe nur darauf gewartet, dass du das sagst. Jetzt bezieht man das auf die Uhr, aber egal. Moment. Kurz nochmal spinksen. Probleme. Wir alle haben... Probleme. Die Uhr der Unstimmigkeit. Mit lächelndem Zapfen dekoriert. Ist geil, oder? Ist geil, ja. Das kesselt. So. Jetzt dürfen wir noch einen Sound hinzufügen. Haben wir einen Sound vom Kochen? Hä, aber wir haben doch... War das irgendwie ein Bug, dass wir da Fotos machen konnten? Von den Heißluftballons und das Wasser aufnehmen. Ich glaube, das war ein Bug. Das ist noch aus irgendeinem anderen Kapitel. Ja, nehmen wir die Kochgeräusche, natürlich. Fertig! Beste Seite bisher, wie jeden Tag. Oh nein, oh nein, oh nein! Besser. Oh, der ist viel schöner als meiner, weil ich nicht mehr korrigieren durfte, meinen Zapfen. Und gelächelt hat meiner auch nicht. Was hat man davon, wenn mein Perfektionismus, ich kann es gar nicht aussprechen, überwindet?
Oh, jetzt guckt sie aber glücklich dafür, dass diese Erinnerung ganz schön düster war. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Kapitel 7. Kulobre. So, ich hoffe, wir treffen unseren Freund jetzt wieder. Und können die Erwachsenen Erwachsene sein lassen und Kulobre jagen. Was ist das? Ein Feueralarm? Ich muss es mir ansehen. Ich glaube nicht, dass es ein Feueralarm ist, Mimi. Dafür ist es ein bisschen zu popelig. Es klingt wie ein Wecker oder so. Herausfinden, woher das Piepen kommt. Wollen wir mal gucken. Oh, warte, lag noch was auf Bette. Was liegt da noch? Mr. Edouard Labrousse. Labrousse. Edouard Labrousse. So. Sorry. Der Disziplinarrat der Akademie von Bordeaux hat entschieden, sie im Fall Bouchard zu bestrafen. Eine kurze Erinnerung. Sie haben uns auf die Verletzungen und Blessuren des Kindes aufmerksam gemacht. Sie haben in dem Fall eine Reihe sogenannter Beweise bezüglich der abgeschotteten und religiösen Natur der Familie des Kindes hervorgebracht. Sie haben unsere Aufmerksamkeit verlangt, bevor sie sich entschieden haben, selbst zu agieren. Unsere Ermittlungen haben ergeben, dass Renaud Bouchard nicht von seinen Eltern misshandelt wurde und dass sie, auch wenn sie sehr gläubig sind, wie es viele französische Bürger sind, nicht abgeschottet leben. Ihr Verhalten in diesem Fall, ihre wiederholten Besuche an der Akademie, ihre aufrichtigen, aufdringlichen Briefe an die Schikane und die Schikane, sorry, die sie der Bouchard-Familie aufdrängen, all dies ist untragbar und muss sofort eingestellt werden. Wir haben die Familie überzeugt, sie nicht zu verklagen, aber zu ihrem eigenen Wohl und Seelenfrieden sollten sie sich in Zukunft von dem Kind und seiner Familie fernhalten. Der Dekan der Akademie von Bordeaux. Okay. Edouard ist unser Opa. Und der hatte anscheinend was mit der Familie von Renaud zu tun, bevor er gestorben ist. Und hat irgendwie da wohl Handlungsbedarf gesehen und gedacht, Renaud geht's nicht gut in der Familie. Hat die Familie irgendwie, also nicht, ans Jugendamt eingeschaltet. Oder in dem Fall die Akademie von Bordeaux. Hat aber Unrecht bekommen. Und irgendwie ist bei der Sache dann auch noch die Uhr von Großvater bei Renaud gelandet. Und wir wissen nicht warum. Und darüber war die Oma jetzt sauer. Ich blick noch nicht so richtig durch. Und ich weiß natürlich jetzt auch nicht. Ich meine, der Junge hat ja eben zu uns gesagt, keiner mag ihn, niemand wartet auf ihn. Also er gibt ja schon immer so Hinweise, dass er sich sehr vernachlässigt fühlt. Und dann ist er wohl auch vernachlässigt, wenn er sich so fühlt. Aber mir ist noch nicht so ganz klar, was da vorgefallen ist. Also grob schon, aber naja. Ah, Moment, haben wir das schon gelesen? Ja, haben wir schon. Aber lass uns mal kurz, vielleicht macht das jetzt mehr Sinn. Ah, das ist das von eben. Das von eben, nochmal neu. Also, Edouard, das ist unser Opa. Also die Eltern von Renaud schrieben an unseren Opa und die schrieben, dieser Brief ist eine höfliche letzte Warnung, lass unsere Familie in Ruhe, wir leben, geht dich nichts an, wir danken dir für deine Gastfreundschaft und du hast dich in der Vergangenheit gut um Renaud gekümmert, aber deine Untersuchung bezüglich unserer Region geht zu weit. Nächstes Mal, wenn du die Grenzen überschreitest, reicht mir bei der Akademie, also so. Also, die haben gesagt, nochmal mein Freund und wir gehen zur Polizei, das haben die wohl auch gemacht. Okay. Und er soll sich um seinen eigenen Sohn kümmern. Der ja schon erwachsen ist, ne? Also unseren Vater. So, jetzt kriegen wir raus, was da piept und bimmelt. Wo wir schon hier oben sind, gucken wir erstmal hier. Nee, das ist bestimmt in dem geheimen Raum von unseren Großeltern. Ja. Eine Bombe. Jetzt lauf die Treppe hoch, Fräulein. Hier liegt noch ein Zettel, den wir, glaube ich, nicht kennen. Oder? Nee, doch. Edouard, unser Opa. Ich habe deinen Brief und die Dokumente erhalten, die du für mich vorbereitet hast. Ich verstehe deinen Frust und bewundere deine Bemühungen, doch die Akademie hat sich entschieden, nicht gegen Renaults Familie zu ermitteln. Glaube mir, wenn ich dir sage, dass die Eltern einen Anwalt eingestellt haben. Du weißt, dass du mir vertrauen kannst, Edouard. Seit deiner Ankunft warst du stets ein ausgezeichneter Lehrer. Die Situation ist jedoch höchst ernst und ich möchte nicht, dass dir etwas zustößt. Ich lasse nicht zu, dass deine Ehre und die Ehre der Schule von dieser Familie in den Schmutz gezogen wird. Am nächsten Montag wird Renaud in einer katholischen Privatschule unterrichtet. Ab nächsten Montag, sorry. Warum triffst du dich nicht zum Abendessen mit Nora, wenn du dich beruhigt hast? Sie hat Michelin seit Monaten nicht gesehen. Dein Freund und Schuldirektor Henri Alain.
Henri Alain, Entschuldigung. Moment, warum triffst du dich nicht zum Abendessen mit Nora? Aber Nora ist doch unsere Oma. Wenn du dich beruhigt hast. Sie hat mich allein. Hä, ist doch unsere eigene Frau. Also wenn wir jetzt der Opa sind. Kompliziert. Den Satz finde ich komisch. Oder die Frau von Henri Alain heißt auch Nora? Ich bin verwirrt. Okay. Ja, piebelibieb. Wo kommt das wohl her? Müssen wir bestimmt wieder in dieser lustigen Kurbel, Cordula. Mach. Will er nicht. Dann vielleicht im Zimmer unserer Omi. Oder im Bad, da waren wir auch schon lange nicht mehr. Immer ein Lieblingszimmer. Im Zimmer unserer Omi waren wir ja gerade schon. Nee, hier ist still. Aber wo wir schon mal hier sind, ihr kennt das Prozedere. Wir waren als Erwachsene noch nie auf dem Klo. Also jetzt in dem Spiel. Will sie wohl auch nicht. In diesem Buch sind Notizen. Noah hat manche dieser Geschichten besonders gern gemocht. Sehr lebhaft. Buch? Am Klo ist auch ein Buch mit Geschichten, oder was? Okay. Was war da? Achso, das war das Buch mit Geschichten. Sollte ich mich um dich kümmern? Werde ich mich gut um dich kümmern? Oh, so viel Druck. Hint, hint. Also sie ist überfordert davon, dass sie sich vielleicht um diesen Baum kümmern müsste. Sie möchte keine Verantwortung für andere Lebewesen übernehmen. Ja, das hatten wir schon. Waren die Großeltern getrennt oder vielleicht war der Brief von der Zeit, bevor die zusammengekommen sind? Sagt Pucki. Ja, habe ich auch gerade überlegt. Also, dass sie getrennt waren. Dass der aus der Zeit ist, bevor die zusammengekommen sind, wäre halt komisch, weil es geht ja um Renaud, den Jungen, der eben im Rückblick ungefähr so alt ist, wie wir damals waren. Und da war der Opa ja schon gestorben. Also kann er ja... Es sei denn, der war wirklich winzig vorher, als dieser Briefkontakt, also dieser Prozess da am Gange war und diese Anklage. Ja, aber das macht keinen Sinn. Ich glaube, die waren getrennt. Keine Ahnung, ich verstehe es nicht so ganz. Wir gucken mal unten. Vielleicht biebt es ja da. Runter. Oh ja, es wird lauter. Könnte ein Feueralarm sein. Habe ich etwas auf dem Herd stehen lassen? Schnief, schnief. Nichts Ungewöhnliches. Schnief, schnief, sagt sie, wenn sie was riecht wohl. Hier und da Bilder von Oma. Lächelnd, reisend, finde ich toll. Finde ich auch toll. Es kommt nicht aus der Küche. Danke, das können wir uns dann sparen und schauen hier. Nee. Triff die Tür. So. Oh, es kommt von hier drin. Da. Da waren gerade so Noten. Das Telefon. Die Uhr. Die Uhr kann biepen. Oh nein, alles fällt runter. Oh no, what a mess. Oh, liebes. Mon Dieu. Was haben wir denn jetzt? Die Zeitungen weglegen. Ja. Weg. 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 There it is. So eine fancy Uhr. Darüber ist ein Familienkrieg ausgebrochen. Oder ein Nachbarschaftskrieg. Die Uhr. Sie ist jetzt repariert. Habe ich sie zurückgelassen? Wie hat sie die bekommen damals? Was sind das für alte Zeitungen unter der Uhr? Flut in der Dordogne, August 1982. Da war das das Jahr, als wir da waren, ne, als Kind. Das war, als ich das letzte Mal hier war. Neue Erinnerung. Jetzt überschlagen sich die Ereignisse. Sieht cool aus mit dem Wasser, über den Wasserfarben. Aquarellfarben wahrscheinlich eher. Was für ein geschicktes Kind, hat die einfach diese Uhr repariert, Alter. Dass überhaupt das Werkzeug dafür hat. Er hat die Uhr zu Boden geworfen. Scheint noch alles zu funktionieren, aber die Batterie muss rausgefallen sein. Ich werde auf dem Markt eine neue suchen. Genau, du schaffst das, Mimi. Nicht schlecht.
Ich wäre so, ich weiß nicht, wie geht's, wie kann ich die Uhr reparieren? Ich lasse erstmal liegen. Mimi ist voller Tatendrang. Komm, go. She's so tiny. Ich kann ja kaum übers Geländer gucken. Falsch. Sagen wir der Oma noch Tschüss? Wo ist die denn eigentlich? Psychomusik. Suspensevoll. Nicht jetzt, ich habe wichtigere Dinge zu tun, als zu essen. Alles klar. Dramatische Musik auf jeden Fall. Und es regnet zum ersten Mal. Foreshadowing. Ach ja, stimmt, es ist ja auch gleich Flut an der Dordogne. Dordogne. Komm. Der Regen veränderte das Aussehen der Welt. Ich erinnere mich an den Geruch, den Schlamm. Der Pfad, den ich einst in- und auswendig kannte, hat sich verändert. Ich hatte nur eine Sache im Kopf, die Uhr in Ordnung zu bringen. Renault und Nora in Ordnung zu bringen. Nein, uns passiert jetzt was Schlimmes und deswegen hatten unsere Eltern danach keinen Kontakt mehr zur Oma, beziehungsweise durften wir dann nicht mehr in Ferien. Entweder habe ich euch jetzt gespoilert oder es ist Quatsch. In beiden Fällen eigentlich doof, dass ich das jetzt so, dass ich hier so mutmaße. Sorry, ich kann nicht anders. Oh Gott, oh Gott. Ich habe Angst. Es ist plötzlich einfach. Vorher war das so ein ganz schmaler Fluss mit ganz vielen Steinen und dem nahen Ufer und jetzt ist es einfach Horror. Eieieiei. Jesus. Dass sie überhaupt Kraft hat dazu mit ihren kleinen, dünnen Kinderärmchen. Wir fahren mal hier so durch. What? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber warum sollte, wenn die Uhr repariert wird, das den Konflikt zwischen der Oma und dem Jungen in Ordnung bringen? Sie hat ja auch immer noch nicht rausgekriegt, was eigentlich passiert ist. Wow. Oh, oh, oh. Ich glaube, das musste passieren. Das ist nicht meine Schuld. Nein! Ich kann laufen unter Wasser. Oh, was ist das für ein Ort? Ich kann auch reden unter Wasser. Nee, sie denkt ja nur. Sie trifft jetzt bestimmt dieses krasse Monster, was Renault und sie gesucht haben. Klappt nicht so gut mit dem Schwimmen. Aber sie ist extrem tiefenentspannt dafür, dass sie jetzt... Also eigentlich, ich an ihrer Stelle würde das denken, alles klar, ich sterbe jetzt. Ich ertrinke gerade. Auch dass sie da so unten rumlaufen kann. Ist der Wasserdruck da nicht wahnsinnig hoch, wie hoch oben die Schiffe sind? Da sind schon viele Wracks, sagt Pookie, aber hallo. Da ist was. Aber vielleicht ist das ja auch nur in ihrer Fantasie so krass gewesen, dass sie jetzt da irgendwie 10 Meter unter Wasser ist. Das hält doch keiner aus. Yeah, noch ein Brief. Erstmal in Ruhe einen Brief lesen, oder? Das ist eine Seite aus meiner Mappe. Ach so. Oh, Gott sei Dank, wir haben eins unserer sehr guten Gedichte gerettet. Oh! Culobre. Sehr entspannte Musik dafür, dass wir gerade dem Ende nah sind. Die konnten die Szene mit dem Wasser auf den Aquarellgemälden natürlich auch noch einmal drehen, weil danach waren die hinüber. Da kommt noch eine Mappe, ein Mappenblatt. Wie viele Gedichte haben wir geschrieben? 6 oder 7? Nee, nicht ganz so viele, oder? Jetzt müssen die alle einsammeln. Da riskieren wir jetzt unser Leben für. Jetzt schwimmt wieder dieser krasse Fisch vorbei. Spooky. Kommen wir auch nicht höher. Ich kann zurückschwimmen. Guck, wie fröhlich sie ist. Das ist das Adrenalin, glaube ich. Und der Sauerstoffmangel.
viele Mappen, Blätter müssen wir einsammeln? Ich bin, es reicht jetzt. Alter, da oben sind einfach so Haifische und so. Holy fuck. Unterwasserkatze. Das ist doch so eine Art Rache. Jetzt wird es zu mehr Jungfrau, meint Angerit. Kann passieren. Boah, hier bebt gerade die Bude. Weil die da draußen vorm Haus die Straße neu machen. Das tut gerade gar nichts zur Sache. Sorry, voll wichtige Szene und ich erzähle so einen Scheiß. Ich bin nur verwirrt, weil es passt so ein bisschen zu diesem gruseligen Unterwassergefühl hier, dass hier gerade alles wackelt. Ja, ich muss irgendwie das Lied mir merken und nachsingen. Ich habe nicht aufgepasst und ich verstehe nicht so ganz, wie ich das steuern kann. Ach nee, ich gehe nur auf ihn zu. Oder auf sie. Der Drache rülpst uns einfach mega ins Gesicht. Lobo rettet uns das Leben. Du mein Kajak versenken? Nein, er wollte es nur kennenlernen. Und da ist auch ein Goldschatz. Oh, da ist noch eine Mappenseite. Das war keine Absicht von dir. Ich weiß. Ich gebe dir keine Schuld. Könntest du bitte... Ich glaube, ich erinnere mich. Mimi? Mimi! Tu schnell so, als hätte er die Oma nicht gesehen. Oh nein! Mimi! Jetzt springt er von da oben runter? Im Ernst? Oh, jetzt sind wir er. Gehen das Mimi retten. Falsche Musik. Ah. Au. Und nochmal neu. Jetzt müssen wir auch noch was können hier. Schneller, schneller. So, macht euch bequem. Holt euch einen Keks. Das dauert jetzt. I didn't sign up for this. Ernsthaft? Das hat doch wohl gepasst. Kann ich irgendwie untertauchen? Rüberspringen wie so ein Delfin? Oder was ist hier der Plan? Ja, wirklich, ich werde halt immer wieder abgetrieben. Ich hoffe, ich habe unendlich Chancen, unendlich Leben. Versuch's mal auf der anderen Seite. Nein, 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 nein. Gut, gut, gut. Jetzt kriegt ihr auch nicht mehr diese Zweige, die in der Mitte liegen. War doch einfach unfair eben. Ah, rüber, rüber, rüber. Achso, ich musste ganz oft drücken. Nein, ich muss einfach die Taste drücken. Nicht, dass es so kommt wie beim legendären Goose Game ausrastet. Oh, hallo Limolitz, cool, dass du da bist. Minigame-Dula. Und Chat. Achso, Moment. Ich bin so abgelenkt. Limolitz sagt, hallo Minigame-Dula und Chat. Hallo an dich, Limolitz. Und Angerit, ich weiß nicht, was du mit legendärem Anteil des Boost-Game-Ausraster meinst.
Da hatte ich ja keine Zuschauer. Da konnte ich mich nicht zusammenreißen. So, jetzt habe ich es verstanden. Ich muss tauchen. Leute, ich habe es verstanden. Man konnte das gar nicht umschiffen. So, und jetzt Renault to the rescue. Ah, fuck, kacke. Zum Glück hat Mimi ja ziemlich langen Atem. Oh, there she is. Mimi! Ich rette dich! Oh. Kindgerecht, große Zweige, zum Glück. Komm schon! Mimi! Mimi! Bitte! Mimi! Mimi! Ich denke, die Idee hätte uns was getan, oder? Die Oma mag uns auch nicht. Also ich identifiziere mich gerade mit Renault. Was ist denn das für ein Drama, fragt Limulit. Ja, es geht richtig ab hier. Nein, Nora! Spoiler, sie wird überleben. Oh nein! Boah, die weint ja richtig krass. Habt ihr schon mal so doll geweint, dass euch aus beiden Augen gleichzeitig Tränen rauskamen und auch in der Frequenz, wenn die noch nicht mal das Kinn erreicht haben, komm schon, ich kriege auf. Das ist eine ernste Szene, Corla. Jetzt reiß dich am Riemen und nimm das ernst. Sie ist... Reno, ich kümmere mich darum. Die Leute werden mir die Schuld geben. Wahrscheinlich. Das wird nicht geschehen. Ich weiß, was ich tun muss. Mund-zu-Mund-Beatmung. Das müssen wir jetzt machen. Oh Gott. Ah! Nochmal bitte? Das war's? Oh Leute, ich hatte noch nie so einen Stress. Mein Erste-Hilfe-Kurs ist irgendwie 30 Jahre her, Alter. Nicht ganz, aber 20. Mindestens. Ha, 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 staying alive. Mimi? Leute. She's alive! Who's where Libellen lernen sich kennen? Bonjour! Okay, die Geschichte mit den Libellen machen wir dann nochmal. Ich habe alles vergessen. Gut, dass sie jetzt in der Kinderstimme denkt, das finde ich cool. Okay, sie ist beinahe ertrunken, sie hat alles vergessen. Kapitel 8. Es geht weiter. Das wird zwar nichts und niemanden zurückbringen, aber... Wie zurückbringen? Sie hat doch überlebt. Warte, was ist das für ein Geräusch? Oh, jetzt treffen wir bestimmt Renault. Vielleicht ein Tier? Nein. Finden wir es heraus. Wo bin ich hier eigentlich? Sorry, ich habe... Da habe ich wohl aufgestoßen. Das tut mir leid. Ich warte jetzt durchs Wasser dahin, oder? Wo bin ich denn? Und wieso spiele ich plötzlich in der Ego-Perspektive? Say what? Sie will irgendwie nicht vorwärts laufen. So, es folgen 15 Minuten, in denen Cordula versucht, das Spiel zu steuern. Mal wieder. Träum ich? Hallo, wir kennen uns. Wie geht es dir? Einfach so random, seit 30 Jahren nicht gesehen, über 20 Jahren nicht gesehen, aber so, hey, wie geht es dir? Schon lange hier? Ey, sagen erstmal Renault. Renault? Bist du das? Ja, hallo Mimi. Ich weiß nicht, ob ich den Bart mag. Aber seine Sache. Nora hat sich nach deinem Unfall um mich gekümmert. Und in den letzten paar Monaten habe ich... Moment, aber er hatte doch eine Familie. Hat dieses Kind einfach gekidnappt oder was? Auf sie aufgepasst? Genau. Oh, wie lieb. Wir sind Freunde geworden. Obwohl er ein kleiner Dieb ist, laut Nora. Noras Dahinscheiden. Meine Güte. Kiste? Nee, lieber dahinscheiden. Warst du da, als Nora gestorben ist? War ich. Sie war nicht allein. Sie war von Freunden umgeben.
Sie hat ein Leben voll guter Dinge. Ohne ihre Familie. Ohne dich. Wie gemein. Also entweder meint er es so, obwohl sie ihre Familie und dich nicht hatte, hatte sie trotzdem ein schönes Leben. Oder weil sie ihre Familie und dich nicht hatte, hatte sie doch noch ein schönes Leben. Bart und Schal, Renault ist verhipstert. Stimmt, Limonitz. Sie hat sich geweigert, sich gegen die Entscheidung deines Vaters zu stellen. Die Entscheidung war, dass wir da nicht mehr hindurften, wahrscheinlich wegen dieses Unfalls. Mein Vater, Nora, sie hat ihm letztendlich vergeben. Culobre, das Haus, ertrunken. Culobre erstmal, das Wichtigste. Ich musste dir etwas sagen, Entschuldigung. Ich glaube, ich habe das Culobre gesehen. Das Culobre, Entschuldigung. Unter Wasser. Es war ein Traum, aber... Wirklich? Das ist ja mal was. Ich bin froh, dass du dich wenigstens an etwas erinnerst. Natürlich, Alter. Es war ein geiler Sommer. Es war nicht deine Schuld. Ich bin allein den Fluss hinuntergefahren. Ich wollte sagen, der hatte doch gar nichts damit zu tun. Im Gegenteil, er hat uns ja gerettet. Es ist jetzt in Ordnung. Nora hat so vielen Menschen hier geholfen. Mich eingeschlossen. Es liegt alles hinter uns. Sie hat dir diese Kiste hinterlassen. Sie wollte, dass ich sie dir gebe. Und unseren Kre... Wenn ich mir eben mehr Mühe hätte geben können, dürfen. Aber nein, es war ja keine Zeit. Oh Mann, dann hätten wir jetzt ein schöneres Männchen in der Kiste. Okay, also unseren Krempel kriegen wir. Cool. Nein, das ist natürlich schön. Wir kriegen unsere Mappe mit unseren Gedichten. Kriegen unseren Tannenzapfi. Oh. Was? Wir haben sie für das Picknick gemacht. Ach komm, das ist doch voll schön, sagt dann Gerrit. Mit Augen. Ja, das stimmt. Immerhin zwei Augen. Und unsere erste Version hatte nur ein Auge. Aber es passt nicht zu unserem Gedicht mit dem lächelnden Tannenzapfen. Also hier sind noch Kassetten. Was haben wir hier noch? Ein kleines Entdeckerpaket. Was ist denn das kleine Entdeckerpaket? Ah, ist das das, was er uns geschenkt hat? Mit dem Puzzle und so? Super. Meine Kassetten. Das waren aber mal mehr als zwei. Renaud, du kleiner Dieb, hast du welche entwendet? Das ist meine Mappe. Endlich. Und jetzt liest sie die ganzen Gedichte. Und sie hat wahrscheinlich in Erinnerung, wie das so ist als Kind. Oh, ich war super gut. Ich war voll die krasse Dichterin. Jetzt liest sie. Oh nein. Jetzt muss man das alles nochmal lesen. Hallo Fremder, ich bin eine Abenteurerin. Silberstreifen, wunderschönes Wasser. Da sind wir noch nicht so ausgerastet, ne? Ist es. Was? Ach so. Und doch fühlt es sich so nah an. Ich kann auch immer die Sommersonne spüren. Wer sagt denn sowas? Oh, jetzt haben wir noch alle Geräusche. Also das Geräusch von damals, können wir das anhören? Nee. Schade. Huch, aber da fehlen ja welche. Seite 1 von 1. Was ist das für ein Brief? Ich erinnere mich nicht, diesen Sommer irgendwelche geschrieben zu haben. Nora hat dir diesen Brief hinterlassen. Lies ihn. Dann wirst du verstehen, wie sie sich gefühlt hat. Und dann ist sie schon traurig. Ich könnte darüber schreiben, wie ich unsere gemeinsamen Tage vermisse. Ich könnte weinen und darüber reden, wie wunderschön dieser Sommer war und wie die nächsten Sommer wohl gewesen wären. Die Jahre, nachdem dein Vater dich mir weggenommen und vor mir beschützt hat, waren schwierig und einsam. Das will ich nicht leugnen. Ich dachte ständig an die Dinge, die ich hätte tun sollen, die Dinge, die ich hätte sagen sollen. Geschehen ist geschehen. Oh, Mimi. Meine liebe Mimi. Ich wünschte, ich könnte dir das alles persönlich sagen, statt in einem Brief. Ich habe es dir schon mal gesagt. Orte, Objekte und Menschen haben viele verschiedene Leben.
Das Leben ist eine lange und wertvolle Geschichte. Und du musst deine eigene schreiben. Entdecke das Leben, als wäre es ein schönes Tal an einem heißen Sommertag. Nimm die Farben und Geräusche um dich herum auf, so wie damals. Bist du sicher, dass es dieselbe Katze ist? Hundertprozentig. Ich schwöre. What? Steinalt. Atme vor jeder Herausforderung und nach jedem Erfolg tief durch. Und noch viel wichtiger, erzähl den anderen vom Leben. Was hat sie da jetzt? Von seiner Schönheit, seinem Schmerz. Teile es ohne Zurückhaltung. Verkauft? Meine liebste Mimi, es tut mir leid. Ich bin dankbar. Ich gehe als glücklicher Mensch. Das sind wir, Mimi. Ich war gerade verwirrt. Okay, sie hat schon ihre Sachen eingeräumt und der leere Umzugswagen ist weggefahren. Jetzt habe ich es geschnallt. Oh, sie wohnt da jetzt. Wie geil ist das denn? Oh, voll schön. Happy End. Jedenfalls so halbwegs. Sie hat halt noch tausend mehr Erinnerungen an sehr viel mehr, viele Sommer mit der Oma und Renault gehabt haben können. Oh nein, es kommt schmalzige Musik. Ja. Schon, ich finde schon krass, dass ihr quasi komplett der Kontakt zu der Oma und dann auch diesem Freund, den sie dann im Sommer kennengelernt hat, genommen wurde durch den Vater. Also klar, die ist fast gestorben. Aber, ja, ich weiß nicht, harte Konsequenz. Hätte man sich auch anders lösen können. Der einfach sagen können, sie darf nicht mehr allein da in Ferien oder so oder irgendwelche Regeln aufstellen und so weiter. Keine Ahnung, aber sad. Ja, genau. Gerrit sagt auch, hätte man auch anders lösen können. Schon hart vom Vater, mein Puki. Ja, finde ich auch. Und ich habe auch immer noch nicht verstanden, was mit dem Vater los war, bevor das alles passiert ist. Weil es ja vorher schon immer die Rede davon, dass der Vater irgendwie weird ist. Und irgendwie, keine Ahnung. Ich dachte, da wäre immer irgendwas. Wurde immer so angedeutet, aber es war nicht klar, was. Also er hatte, glaube ich, vorher schon kein gutes Verhältnis mit der Oma. Keine Ahnung. Haus umsonst mit Katze dazu, sagen Gerrit. Ja, voll gut, ne? Oh nein, aber jetzt als nächstes muss sie jetzt mitkriegen, wie diese Katze stirbt, weil die schon so alt ist. Guck mal, es gibt Merch. Wir haben aus unserem geilen Tanzzapfen einen Schlüsselanhänger gemacht. Diesmal mit Armen. Globozo. Das war voll schön, das Spiel. Schöne Geschichte. Ich frage mich, ob die komplett geschrieben wurde, also komplett fiktiv ist oder angelehnt an irgendeine Erinnerung einer der Spieledesigner. Mimi Adult, Mimi Child. Ja. Fabrice, wer war nochmal Fabrice? Unser Vater heißt Fabrice. Das war schön. Hat es euch auch gefallen? Ich fand die Geschichte war gut. Vor allem für ein Spiel, wo das ja dann oft daran so ein bisschen hapert an den Stories. Also nicht oft, aber ja. Ich fand es richtig schön. Aber das Verhältnis zwischen ihr und der Oma war irgendwie cool dargestellt. Ich fand die Oma auch gut. Die war halt, habe ich letztes Mal auch schon gesagt, die war halt nicht super eindimensional als Charakter, sondern hat ja auch irgendwie Dinge gemacht, die man kritisieren könnte. Und gleichzeitig war die halt irgendwie super, ja, so eine coole Oma, Bilderbuch-Oma. Schön.
Ja, war schön, sagt Angerit. Teilweise etwas wenig los. Und die Story war gut und das sah auch sehr schön aus. Das stimmt. Also jetzt vom Gameplay her, es war schon hauptsächlich die Story und vor allem auch der Look natürlich, die überzeugt haben. Das stimmt. Es waren jetzt keine super schwierigen Rätsel. Natürlich habe ich mich komplett verausgabt eben in der Schlusssequenz, wo wir als Renault durchs Wasser schwimmen mussten. Boah, es tut mir so leid. Kriegt ihr das mit, dass hier alles scheppert und kracht? Auch gerade während dieser Abschlusssequenz. Ich wollte mich schön darauf einlassen und hier wackelt einfach alles. Ich hoffe, man hört das nicht zu sehr nachher. Kopenhagen wird komplett abgerissen und neu gebaut heute, glaube ich, bei uns vorm Fenster. Vielen Dank. Guck mal nach Korea, Japan und Polen, Brasilien, krass. Voll viele Länder, die das übersetzt wurde. Limulitz hört gar nichts. Okay, dann vergesst es. Dann krieg nur ich das mit. Vielen Dank, dass ihr mitgespielt habt. Das war voll schön. Grafisch und storytechnisch auf jeden Fall super, sagt Buffelbeiß. Ja, finde ich auch. Ich würde auch sagen, das waren auf jeden Fall die Highlights. Ja, ein paar Dinge wie diese Gedichtgeschichte. War schon irgendwie eine süße Idee, aber ich meine, wir haben es natürlich auch nicht so ganz ernst gemeint. Vielleicht hätte man da Schöneres hinkriegen können. Ich habe das Gefühl, dass die Übersetzung teilweise so ein bisschen strange war und deshalb auch die Gedichte etwas seltsam oder die Vorschläge, die man da hatte für die Gedichte, weil es waren auch keine Dinge, die zu einem Kind gepasst haben. Ich fand sonst so die Dialoge und so, die waren alle sehr authentisch, aber diese Gedichtsache, ich weiß nicht, egal. Und ich hätte gerne so ein bisschen mehr Open-World-artiges Spielen cool gefunden, dass man auch einfach so rumlaufen kann und einfach Dinge fotografieren und aufnehmen und so. Das war halt sehr festgelegt, wann das ging. Wir hätten auch viel mehr Fotos machen sollen. Das habe ich so ein bisschen nicht hingekriegt. Aber ansonsten schon schön. Danke, dass ihr mitgespielt habt. Dann ist das heute ein etwas kürzerer Stream, weil ich glaube, jetzt lohnt es sich nicht mehr für eine halbe Stunde irgendwas Neues rauszusuchen. Wie immer, gebt mir gerne Tipps, wie es nächste Woche weitergehen soll, mit welchem Spiel. Nächste Woche streame ich noch, danach bin ich eine Woche weg und danach geht es, glaube ich, auch schon wieder weiter. Also ich setze eine Woche aus. Das hält sich ja in Grenzen dann. Genau, Angerit fragt gerade, was ich als nächstes spiele. Ich weiß es noch nicht so genau. Ich möchte Venba, ich weiß nicht, ob man das so ausspricht, mit euch spielen. Das kommt aber erst Ende Juli raus. Das wird also im August dann gespielt, spätestens. Und bis dahin, ich habe überlegt, ein bisschen was Albernes vielleicht nächste Woche. Einen besonderen Dating-Simulator. Vielleicht, wenn mir nichts anderes dazu vorher noch einfällt. Das ist ja gerade Steam-Sale. Da würde ich jetzt mir vielleicht ein Spiel gönnen, was ich jetzt per se, wo ich jetzt nicht so viel Geld für ausgeben würde. Aber mit dem Steam-Sale geht's. Und dann vielleicht irgendwas Albernes nächste Woche. Albern klingt super, sagt Buffelweiß. Finde ich auch. Also auch da, wenn ihr Vorschläge habt, was worüber herzhaft gedacht werden könnte, dann sagt Bescheid, ich weiß nicht, was das jetzt sollte. Aber dann sagt gerne Bescheid. Ihr könnt mir immer gerne schreiben, entweder hier bei Twitch oder bei Instagram oder bei YouTube und Dinge vorschlagen. Ich weiß, das habt ihr auch schon oft gemacht. Macht's gerne weiter. Genau, ich habe auch eure Tipps noch im Hinterkopf, aber wenn euch neue Sachen einfallen, haut raus. Es gibt eine ISAN, so wie eine IBAN bei Spielen. So ist es, die Musik zurück. Das ist ein guter Background-Sound, um den Stream zu beenden. Bookie fragt, wie heißt der Dating Simulator? Jemand anderes hat gerade angefangen gehabt, einen zu streamen und jetzt aber aufgehört, weil er seltsam wurde. Ich habe noch nie einen gespielt. Ich vermute mal, dass es seltsam wird. Ich habe einen, ein Daddy oder Dad Dating Simulator, was schon albern an sich klingt. Ich glaube, es wird sehr albern. Habe ich ins Auge gefasst. Ich habe den noch nicht gekauft, der ist nur auf meiner Liste und jetzt habe ich gesehen, dass er sehr reduziert ist. Later Data oder so hieß der. Dream Daddy, genau, oder Brezel? Dream Daddy Dating Simulator. Den wollte ich. Ich dachte, ich weiß auch noch nicht, ob man einen Dream Daddy datet oder ob man ein Dream Daddy ist und andere Dream Daddies datet oder ob man ein Dream Daddy ist und Dream Mummies datet. Ich habe keine Ahnung. Ich fand einfach, der Titel hat mich überzeugt. aber ihr könnt auch gerne andere vorschlagen. Das ist mal was anderes, da bin ich gespannt, sagt Pookie. Ja, ich nicht erst. Da kann ich einfach mal Dinge tun, die im echten Leben nicht gehen. Ich werde wahrscheinlich nie mehr ein Dream Daddy werden, von daher kann ich das vielleicht wenigstens virtuell mal antesten. Also, das wird's vielleicht. Das war jetzt nur so, eine Überlegung. Ich bin trotzdem offen für
andere Tipps. Auch für alberne Dinge oder für nicht so alberne Dinge. Genau, ich möchte auch gerne noch Pentiment weiterspielen. Irgendwann. Ich fürchte so ein bisschen, dass da nicht so viele mit an Bord sind, weil wir da ja schon zigtausend Folgen gemacht haben zu Akt 1 und es sind, glaube ich, noch zwei weitere Akte. Ich will das aber irgendwann noch spielen. Vielleicht mache ich da mal irgendwie so einen längeren Stream am Wochenende. Oder ich spiele es privat zu Ende, aber ich fände es eigentlich ganz nett, das auch im Stream zu machen. Könnt ihr ja mal mir sagen, ob ihr da Interesse hättet. Die Leute, die damals mit dabei waren, damals, vor ein paar Monaten, als wir das zuletzt gespielt haben. Okay. Klar, im Stream seit Buffel weiß, sehr gut. Ja, mach ich noch. Ich will auch wissen, wie es da weitergeht. Das ist halt dann uninteressant für Leute, die den ganzen ersten Akt nicht kennen. Das ist halt schon, ja, sehr, sehr storylastig. Da kann man nicht mal eben einsteigen. Gut. Vielen, vielen Dank. Ist komisch, so früh Schluss zu machen. Aber dann haue ich mich auch eine Runde aufs Sofa, bevor es ins Bett geht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Abend. Wow, ich bin ein bisschen durcheinander. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht. Danke, dass ihr dabei wart. Danke an die Leute, die das Spiel gemacht haben, die ja jetzt nicht da sind, aber trotzdem, es war schön, ein schönes Erlebnis. Ich weiß nicht, wo das jetzt wieder hingeht. Schönen Abend euch allen. Bis nächste Woche. Ich hoffe, euch ist schönes Wetter vergönnt und eine schöne Sommer-Juli-Woche bis nächsten Mittwoch. Tschüssi! Nein, jetzt ist die Musik weg. Nochmal an, so. Wow. Irgendwas geht immer schief.